Freunde, herzlich willkommen am Supercharger Hirschau. Ein Supercharger mit nur 4 Stalls und ich bin derjenige, der den 4. Stall belegt. Und ich möchte mal sehen, wie hoch meine Ladeleistung jetzt eigentlich noch ist. Ob ich volle Ladeleistung erwarten kann. Allerdings ist mein Akku nur bei 54%. Wir werden hier nur einen kurzen Top-Up machen. Und danach will ich euch gleich erzählen, warum ich reich bin. Und warum mein Traum in Erfüllung gegangen ist, Freunde. Der ist ganz schön ramponiert hier, der Stecker. Ja, Wahnsinn. Dann einmal rein damit. So, jetzt haben wir unsere üblichen 5 Sekunden. Jawohl, und wir sind grün. Und hier, da hinten steht sogar ein Taxi. Und ansonsten alles Model Wise, Dual Motors, Long Range und 3 Standard Range Modelle. Mein Akku ist perfekt vorkonditioniert. Lass uns da mal schnell schauen, wie die Ladeleistung jetzt ist. Ich weiß natürlich nicht, wie schnell die anderen Supercharger, beziehungsweise die anderen Autos gerade laden. 86 kW, 84 kW, ja, ich würde sagen, wir haben hier tatsächlich eine Ladelimitierung am Supercharger. Unglaublich, oder? Ladelimitierung am Supercharger. Ich weiß gar nicht, warum hier so viel los ist. Die Lage von dem Supercharger ist ganz gut, muss man schon ganz ehrlich sagen. Er ist hier praktisch hier im Englischen Garten, mitten am Mittleren Ring gelegen. Also man fährt hier wirklich nur einmal raus vom Mittleren Ring, dann hier mal kurz ums Eck rum und schon ist man da. Also es ist eigentlich schon wirklich gut gelegen. Und 38 Cent die Kilowattstunde, das ist natürlich wieder unschlagbar günstig, keine Frage. Ja, 86 kW mehr kriegen wir jetzt nicht, nehmen wir jetzt einfach so wie es ist. 81 kW, 84, es springt ein bisschen hoch und runter. Unser Akku ist aber perfekt warm, wir haben optimale Temperatur und hier ist die erste Mücke, oh, ich habe sie gekillt. Und diese Mücken sind auch der Grund, Freunde, warum ich gerade hier bin. Weil ich nämlich Anti-Mücken-Zeug kaufen will und darum komme ich hier vorbei und diesen Supercharger habe ich schon ewig mal auf dem Schirm, dass ich mir den mal anschauen will und ja, jetzt bin ich da. Also hier ist der Biergarten, hier schau, hier haben wir so ein paar Beachvolleyballplätze. Das ist jetzt aber für uns nicht allzu großartig interessant, würde ich mal sagen. Aber ja, ansonsten 4 Stalls, also eine relativ kleine Nummer und bisher, wann auch immer ich geschaut habe, war der eigentlich auch nicht so krass ausgebucht, dass man sagen kann, hier war alles voll, aber heute ist tatsächlich alles voll. Es ist Freitagmittag, was haben wir, 12:45, ja. Gut, ich werde jetzt aber, wie gesagt, ich brauche am Wochenende ein bisschen Strom, beziehungsweise jetzt auch gleich im Anschluss an die Fahrt hierher, brauche ich ein bisschen Strom, darum bin ich jetzt hier. So wirklich hierher musste ich jetzt zwangsläufig eigentlich nicht, werde auch nicht allzu lange stehen, ich will hier keinem einen Platz wegnehmen. Und deshalb kleiner Top-Up. Ja, Freunde, was ich eigentlich noch erzählen wollte, also eigentlich wollte ich mir hier diesen Standort anschauen und ist ganz nett, muss ich sagen. 4 Stalls ein bisschen wenig. Platz wäre gewesen für mehr Stalls. Allerdings weiterhin habe ich immer das Problem, dass ich sage, der Münchner Westen ist zu schlecht mit Superchargern. Wir haben auf der Stuttgarter Autobahn, die dann Richtung Augsburg hochgeht, haben wir, glaube ich, Dasing den ersten von München ab betrachtet sozusagen. Und im Westen auf der A96 kommt dann als erstes bei Landsberg am Lech einer. Und sonst ist nichts. Also auf der A99, die Westumfahrung von München ist nichts. A96 ist da nichts, auf der A8 ist nichts. Also der Münchner Westen, da müssen noch eigentlich ein, zwei Supercharger auf jeden Fall her. Denn da sieht es eigentlich gar nicht so gut aus. Ja, Freunde, ich bin reich, ein Traum ist in Erfüllung gegangen. Was ist das bitte für eine Story? Ich erzähle es euch gerne. Und zwar, das ist mir vor nicht allzu langer Zeit, vor kurzem ist mir das erst wieder in den Sinn gekommen. Ich habe früher, als ich Teenager war, ich glaube, ich war so 15, 16 Jahre alt ungefähr, da gab es noch den Musiksender MTV im Fernsehen, Music Television. Und da ist den ganzen Tag über sind quasi Musikvideos gelaufen. Früher gab es eben noch diese klassischen Musikvideos. Ja. So, und irgendwann hat man dann dieses neue Format gebracht, MTV Cribs. Und bei MTV Cribs ist es so, dass die reichen Künstler, die Musiker, auf MTV Cribs, also auf MTV gezeigt haben, wie sie leben, ihre Häuser, ihre Autos und so weiter und so fort. Soweit schon mal so gut. Da gab es ein paar coole Geschichten, da waren einige dabei, so Wu-Tang Clan, Snoop Dogg, was weiß ich, alle möglichen, Missy Elliott und so weiter.
Und die hatten natürlich auch alle beeindruckende Häuser mit Pool, teilweise mit Aufzug und Riesengarage. Und Missy Elliott, weiß ich noch ganz genau, die hatte sogar jemanden, der ihre Autos poliert hat, den ganzen Tag so gefühlt, also einen Angestellten, der ihre Autos poliert, gewaschen, gereinigt hat und so weiter. Aber einer ist mir ganz besonders im Gedächtnis geblieben. Das war was ganz Spezielles. Und zwar war das Aiken. Und Aiken hatte eine Art Tankstelle in der Einfahrt. Freunde, das ist ja mal was wirklich Spezielles. Also Aiken hatte quasi in seiner Hofeinfahrt, hatte er in den Boden quasi einen großen Benzintank eingelassen und hatte einfach eine Zapfsäule hingestellt. Und damit hat er in seiner Einfahrt einfach so seine eigenen Fahrzeuge geladen, kann man sagen. Und das fand ich echt irgendwie beeindruckend, das fand ich cool von der Idee her, weil der ist natürlich super bekannt, ja, ist ein Superstar damals gewesen. Und da habe ich mir gedacht, Mensch, ist klar, wenn der muss nicht tanken fahren, den können sie irgendwie an der Tankstelle da nicht großartig nerven. Und er kann immer in großen Mengen Sprit einkaufen, wenn er gerade günstig ist. Und also besser geht's doch eigentlich gar nicht. So, und jetzt kommt's, der ist natürlich superreich. Und da habe ich mir gedacht, wenn ich mal super reich bin, dann will ich auch eine Tankstelle in meiner Einfahrt haben. Was man halt mit 15 oder 16 Jahren so denkt. Aber Freunde, denkt mal drüber nach. Ich fahre Tesla. Ich habe eine Wallbox in der Garage. Es ist soweit, Freunde. Ich bin reich. Ich habe eine Tankstelle zu Hause in der Garage. Nicht mal mehr in der Einfahrt, wo ich mich, wenn es regnet, vielleicht anregnen lassen muss. Nein, ich habe eine Tankstelle in der Garage. Da ist es trocken. Da haben wir immer einigermaßen angenehme Temperaturen. Ich habe jeden Tag ein voll aufgeladenes Auto, wenn ich denn so möchte. Also ich habe quasi wirklich alles, was ich mir damals mit 15, 16 Jahren aufgrund dieses MTV Cribs Videos so erträumt habe. Ist es nicht unglaublich? Und das ist mir letztens erst wieder eingefallen. Und ich muss sagen, ja, manchmal gibt es coole Wendungen. Wer hätte denn damals, als ich 15 war, gedacht, dass es so eine Elektromobilitätslösung überhaupt jemals geben würde? Ja, hätte doch niemand gedacht. Also es ist wirklich richtig cool. So, ich lade immer noch mit 84 kW, was jetzt bei einem State of Charge von 70% schon ziemlich gut ist. Muss man sagen, witzigerweise zeigt er hier immer noch an, dass ein Stall frei wäre, aber eigentlich ist kein Stall frei. Schauen wir mal, ob wir das irgendwie aktualisieren müssten. Ich gehe mal raus. Ah, jetzt zeigt er das Ding in grau. Okay, dann sagt er 5 Minuten Wartezeit bei Ankunft. Ja, mein Ladelimit dürfte wahrscheinlich auf 80% gestellt sein. Ich schiebe es jetzt mal hoch. Wobei ich, wie gesagt, ohnehin nicht mehr allzu lange bleibe. Ich schätze noch 5 Minuten. Also solange ich noch so schnell lade mit 85 kW, denke ich, bleibe ich noch ein bisschen. Jetzt ist gerade die Frage, hier stehen 4 Autos, lädt denn hier jeder mit 85 kW, Freunde? Lass mich mal ganz kurz meinen Taschenrechner rausziehen. Moment. Wir hätten jetzt sind es 88 kW, sagen wir mal 85 mal 4 sind 340 kW Ladeleistung, die da insgesamt zur Verfügung stehen. Und wir haben hier ja einen einzigen Cabinet sozusagen, das ist das Ding hier, also gleich Stromrichter, und der stellt ca. 370 kW in der Spitze zur Verfügung. Und diese 370 kW müssen jetzt ja quasi auf diese 4 Stalls, die wir hier haben, aufgeteilt werden. Und deshalb gehe ich davon aus, dass die anderen wahrscheinlich auch ungefähr mit dieser Ladegeschwindigkeit laden dürften. Nämlich mit ungefähr 85, vielleicht 90 kW. Weil 90 mal 4, 9, 18, 27, mit 360 kW Ladeleistung, und das würde in etwa genau der Leistung des Stalls entsprechen. Also wenn ich mich jetzt hier abstecken würde, dann würde sich sozusagen diese 370 kW durch 3 teilen, weil nur noch 3 laden, 370 geteilt durch 3, dann hätte jeder wieder 123 kW Ladeleistung in der Spitze. Jetzt haben wir hier auch noch so ein Long-Range-Modell dabei, und das Long-Range-Modell kann natürlich mit mehr als nur 170 kW laden, wie mein Auto. Das schafft natürlich in der Spitze 250 kW, aber es schafft die 250 kW halt eben nur kurz, muss man auch dazu sagen. Das heißt, ja, kurze Zeit mal 250 kW Ladepeak, und danach verteilt sich das Ganze wieder. Gut, ja, da haben wir jetzt auch schon wieder einiges gelernt über die Supercharger-Technik. Die Idee übrigens beim V3 oder V4 Lader, wenn wir mehr als nur 4 Stalls haben, ist nämlich die, dass wir dann 2 Cabinets haben. Die beiden Cabinets hat pro Cabinet 370 kW, schließt sich dann also sozusagen zusammen auf, ja, über 700 kW. Und wenn wir dann 8 Stalls haben, können die beiden Cabinets intelligent
die zur Verfügung stehenden Strom auf die 8 Stalls verteilen. Das heißt, dann ist es durchaus möglich, dass auch wenn jetzt viel belegt ist, dass einer mit 250 kW lädt, einer mit 170 kW, 180 kW lädt, was auch immer, dass wir also verschiedene Ladeleistungen herbringen und unter Umständen gar niemand in der Ladeleistung reduziert werden muss. Das ist Tesla. Das ist Tesla Ladetechnik vom Allerfeinsten. Also entscheidend ist, wie viele Cabinets gibt es, ja, also diese Gleichrichter sozusagen. Einer hat ungefähr 370 kW, kann er zur Verfügung stellen und das wird verteilt auf die Stalls. Und wenn wir jetzt zum Beispiel hier, sagen wir mal, einen Supercharger hätten mit entsprechend mehr Ladeleistung, also beziehungsweise entsprechend mehr Stalls, sagen wir mal, wir haben 20 Stalls, dann haben wir auf jeden Fall mehrere von diesen Cabinets, 5 Stück, und die können dann sich untereinander so schalten, dass jeder eben ausreichend Ladepower hat. Ja, Freunde, das ist einfach Tesla. Das ist doch besser als diese typischen Alpitronic-Säulen. Da habt ihr dann 2 Ladeanschlüsse, das ist eine 300 kW-Säule. Da habt ihr dann quasi jeweils 75 kW-Bänke drin, nämlich 4 Stück. Und dann könnt ihr die Energie von rechts auf links nur in 75 kW-Schritten quasi verteilen. Und das ist halt irgendwie Mist. Ja? So, dann steckt ihr euch an zu zweit, dann hat jeder 150 kW Ladeleistung und das war's. Und hier dadurch, dass der Tesla das eben viel besser gelöst hat, kann sich das deutlich besser verteilen. Freunde, ich hoffe, ihr habt was dazugelernt. Meine Ladetechnik-Nachhilfe sozusagen, wenn man das so sehen will. Ich lade jetzt hier einfach nochmal 5 Minuten voll oder ein paar 5 Minuten weiter. Also wie gesagt, solange ich über 85 kW bin. Und dann stecken wir uns ab und dann soll es auch schon gewesen sein. Freunde, ich hoffe, euch hat dieses kurze Video gefallen hier aus der Hirschau in Schwabing. Ja, hier der Biergarten im Hintergrund. Ihr seht, hier ist ein bisschen was geboten. Und wenn euch das Video gefallen hat, gebt gerne einen Daumen nach oben, das ist gut für den Algorithmus. Schreibt in die Kommentare, ob ihr das cool fandet, dass ich euch hier ein bisschen die Tesla-Ladetechnik erklärt habe. War mal ein bisschen ein kleiner Ausflug, habe ich ja schon mal gemacht mit der Aldi-Ladetechnik. Und werde ich vielleicht nochmal drauf eingehen zukünftig, was die 300, 400 kW-Lader angeht. Und vielleicht auch mal nochmal drauf eingehen, wenn wir an einem größeren Supercharger stehen, als es jetzt hier in der Hirschau eben der Fall ist. War aber ganz interessant, das mal zu sehen. Zack, alles belegt. Und trotzdem 85 kW Ladeleistung. Klar, wie gesagt, teilt sich alles durch 4. Also, lasst einen Daumen nach oben. Lasst ein Abo da. Kommentiert, wenn es euch getaugt hat. Läutet die Glocke ganz gerne. Und dann soll es von mir gewesen sein, Freunde. Macht es gut, euer Big O Electrify. Ciao, ciao und Servus.